Also herzlich willkommen im Kulturkreis in Sankrug und am heutigen Abend ist mal wieder politisches Kabarett angesagt mit Gerd Hoffmann, also mit mir. Und zwar gibt es heute den Denkvorboten, mit dem wir einfach mal schauen, was uns die Bundestagswahl so gebracht hat, beziehungsweise was so mit dem Ergebnis alles zu erwarten haben. Viel Spaß heute Abend. Halleluja! Ich weiß, dass ihr euch fürchtet. Ich weiß, dass ihr mühselig und beladen seid. Ich weiß, dass ihr euch verlassen fühlt. Doch, fürchtet euch nicht. Es gibt ein höheres Wesen. Es ist unter uns. Es ist für uns. Es ist mit uns. Es ist durch uns. Es ist aus uns. Es ist von uns. Es ist die einzig gültige Wahrheit. Und wahrlich, ich sage euch, Merkel ist groß! Halleluja! Und sie ist groß, denn sie hat sich uns offenbart. Sie offenbarte sich in unseren Wundern, denn sie tat Wunder. Früher gab es ein Links, früher gab es ein Rechts. Und war das gut? Nein! Es war nicht gut und sie tat ein Wunder. Und es verschwand das Links und es verschwand das Rechts. Und es gibt nur noch eine einzige Wahrheit. Merkel ist groß. Halleluja! Und als sie sah, dass die Völker Europas sich nicht einig waren, denn jedes redete mit seiner eigenen Zunge und jeder wollte Leben und Geld ausgeben und... War das gut? Nein, es war nicht gut. Und sie sah, dass es nicht gut war. Und sie tat ein Wunder und sie sprach, wer von euch ohne Schulden ist, der werfe den ersten Stein. Und so kam über sie der heilige Schein. Merkel ist groß. Halleluja! Und so verbreitete sich ihr Schein über die ganze Welt. Und so verbreitete sich ihre Lehre über die ganze Welt. Denn der Schein ist die einzig wahre Lehre. Und es gibt nur ein höheres Wesen. Und an diesem Wesen soll die Welt genesen. Merkel ist groß. Halleluja! Im Osten begann sie einst ihren Lauf. Uns ging die wahre Sonne auf. Alles, was ist, hat sie uns gegeben. Alternativlos ist unser Leben. Betreuungsgeld, alternativlos. Sparpakete, alternativlos. Abwrackprämie, alternativlos. Waffenexporte, alternativlos. Unser Leben ist alternativlos. Merkel ist groß. Halleluja! Schuldenbremse alternativlos. Deregulierung alternativlos. Wachstum alternativlos. Hosenanzüge alternativlos. Sie sind alternativlos. Denn Merkel ist groß. Halleluja! Und sagt sie, es gibt keine Alternative. Dann ist die Frage nur eine. Welche?